Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir starten mal wieder zu Hause und ich dachte, ich nehme euch heute mit, denn wir gehen gleich shoppen, beziehungsweise fahren wir auf die Arbeit von meinem Freund, denn ja, wir wollen ein bisschen shoppen gehen und dann nutzen wir seine Mittagspause gleich, um ein bisschen was einzukaufen. Ich habe Großes vor, sagen wir es so. Und da dachte ich mir, nehme ich euch jetzt einfach den Tag noch mit, wo ich jetzt hier noch bin. Ich musste mich gleich noch ganz schnell kochen, damit mein Bruder noch was zu essen hat, wenn er von der Schule kommt. Hab gerade noch ein Video gedreht für euch und wir haben es auch schon Mittag und deswegen muss ich mich auch ganz schnell beeilen, weil ich muss gleich los, damit ich seine Mittagspause erwische. Ja, ich habe jetzt auch schon fleißig Videos geschnitten und mein Vormittag ist sozusagen schon rum. Hab gerade, wie gesagt, noch sehr, sehr lange ein Video gedreht, über eine halbe Stunde. Ich hoffe, da kommt was Gescheites bei raus. Ja, und jetzt werde ich mich gleich anziehen oder umziehen. Ich bin hier noch im Cardigan und im Schlabberlook sozusagen und werde mich jetzt gleich ein bisschen frisch machen. Und dann wird es auch gleich schon losgehen, nachdem ich eben gekocht habe. So, und zack, bin ich auch schon fertig. Hab mir jetzt eine Jacke angezogen, ein graues T-Shirt und natürlich eine Schwangerschaftsjeans. Da passt nichts anderes mehr. Und jetzt wollte ich kurz noch, bevor ich runtergehe gleich, die Babysachen sortieren, die wir das letzte Mal gekauft haben und sie euch auch nochmal zeigen. Die haben wir auf einem Adventsbasar gekauft, sind handgemacht und ja, handgemachte Sachen gefallen mir natürlich sehr, sehr gut, das wisst ihr ja. So, die Glocke klingelt, 12 Uhr, das heißt, ich habe noch eine Dreiviertelstunde, bis ich los muss. Das heißt, ich muss mich wirklich beeilen, was Kochen angeht. Aber ich zeige jetzt schon die Sachen und dann huschen wir runter. So, das hier sind die Sachen. Das ist einmal ein Strampler in 6268 und der hat einen wunderschönen Stoff, wie ich finde, mit diesen, ja, Zebran, glaube ich. Da ist einmal so ein Halstuch dabei bei dem Set. Der hat so einen lilanen Knopf. Ist ein sehr, sehr dicker Stoff. Also ich glaube, ihr seht das auch. Ist ein sehr, sehr dicker Stoff. Das ist wirklich gut, wenn die kleine Maus dann kommt, wenn es ein bisschen kühler ist. Dann haben wir hier eine Mütze dazu. Hier seht ihr auch das lilane Bündchen. Die ist ein bisschen kleiner. Ich glaube, die passt auf jeden Fall nicht in 6268. Aber genau, hier seht ihr auch, der Stoff ist von innen so richtig schön weich. Es ist wirklich ganz, ganz toller Stoff. Dann natürlich der Strampler. Der hat auch lilanes Bündchen und hat hier noch so eine kleine Tasche dran. Finde ich super niedlich und ist auch sehr, sehr dick, weil er hier auch doppelt gelegt ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr dicker Strampler. Richtig schön weich. Hat mir sehr gut gefallen. Und das Set hat 25 Euro gekostet. Dann habe ich mitgenommen eine Pumphose mit passendem Halstuch, auch in 6268. Das ist einmal dieses Halstuch mit diesem Stoff, finde ich auch super schön. Ganz normal einen Knopf dran und hier noch so ein bisschen Deko. Dann die passende Hose dazu, eine ganz normale Pumphose mit hier so einem gestreiften Bündchen. Finde ich auch super schön und für 8 Euro hätte man da wirklich überhaupt nichts sagen können. Als Set finde ich das wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Dann habe ich mitgenommen ein Halstuch, was man so binden kann. Ich liebe die Teile. Kann man auch super so als kleines Kopftuch benutzen. Finde ich super schön. In Muselinstoff, muss natürlich sein. Kostet oder hat gekostet 5 Euro. Und dann kam auch dieser Strampler mit für 15 Euro. Auch in 6268 sehr jungslastig bzw. neutral. Er ist in schwarz und dann so schwarz-weiß gestreift. Innen hat hier noch so einen Anker, der wurde hier so drauf genäht und hier dann so, ja, so ein bisschen Gesticke und so. Total schön. Ein sehr, sehr langes, schwarz-weißes Bündchen. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Für 15 Euro kann man da auch absolut nichts sagen. Und die Sachen wollte ich jetzt eben noch kurz in die Babyecke räumen. Beziehungsweise eigentlich kann ich das nachher schon in den Schrank räumen. So, bei uns gibt heute ein selbstgemachte Reispfanne. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Und genau, da bebrate ich hier gerade so ein bisschen Putenfleisch an. Ich habe hier Reis, der kocht in so ein bisschen Gemüsebrühe, damit er so ein bisschen besser schmeckt. Und dann kommen gleich noch einfach Erbsen und Wurzeln dazu. Der Reis hier rein, ein bisschen Würzen, dann ist das Ganze auch schon fertig mit ein bisschen Sahne noch. Und dann haben wir ein leckeres Mittagessen, was hoffentlich auch alle essen. Mein Bruder ist ein bisschen wählerisch. Und ich muss mich echt ein bisschen beeilen, glaube ich. So, meine Lieben, ich bin jetzt unterwegs und habe noch schnell gekocht, habe es noch geschafft, aber bin trotzdem ein bisschen zu spät losgefahren. Aber das ist nicht so schlimm. Ich bin jetzt unterwegs und ja, würde mich dann einfach melden, wenn wir da sind.
und euch dann zeigen, was wir so oder was ich so shoppe. Und ja, mal schauen, was wir noch so für die kleine Maus finden. Wir gehen auf jeden Fall in die Babyabteilung, weil die Sachen sind so süß da. Da könnte ich ja Stunden verbringen. Auch wenn ich nichts kaufe, einfach zum Gucken. Einfach ein Traum, ich liebe das. Aber genau, ich bin jetzt unterwegs, stehe jetzt an der roten Ampel und mal schauen, wie lange ich fahre. Das ist schon sehr, sehr weit weg, aber mal schauen. So, mein Lieben, ich bin wieder zu Hause angekommen und jetzt werde ich ganz schnell reinhuschen und noch etwas tun und dann kommt der Felix auch gleich schon allein nach Hause. Ja, und wir waren sehr erfolgreich, das zeige ich euch auch gleich noch. So, ich bin wieder oben und uns hat gerade Post erreicht. Das ist nicht ein super süßer Greifring, oder? Der ist so schön. Ich liebe diese Schildkröten. Super süß. Der ist von einer ganz, ganz lieben Instagrammerin. Und zwar heißt es Mama Glück. Total schön. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Verlinke ich euch in der Infobox. Macht ganz, ganz tolle Sachen. So, und dann haben wir hier natürlich die Ausbeute. Einmal habe ich mir Unterwäsche gekauft. Einmal gab es Unterwäsche von Calvin Klein. Das ist ein neues Design. Und das gefiel mir total gut mit diesem Grau und Rot. Dazu gab es natürlich noch den Schlüpfer. Aber den möchte ich euch jetzt nicht zeigen. Der hat gekostet 40 Euro. Und der Schlüpfer dazu hat 17 Euro gekostet. Und dann habe ich mir gekauft eine Negitano-Jacke, wie ihr seht. Die hat 130 gekostet. Aber da gab es halt Prozente drauf. Und genau, das ist so eine schöne Winterjacke geworden. Und dann habe ich hier drüben schon im Babyzimmer einmal die Sachen für die Mausi, die heute mitkam. Einmal kam diese wunderschöne Jacke mit. Die ist in 56 und die wollte ich schon immer haben. Und genau, die ist von Steif. Die ist einfach so schön. In 56. Ich fand die einfach schon immer so toll. Und dann habe ich noch mitgenommen diesen Pullover. Der ist in 62. Und der gefällt mir auch richtig, richtig gut. So, und ich muss jetzt selber hier Schnullerketten zusammenbauen, weil ich ein paar Schnullerketten verkauft habe. Und die muss ich jetzt alle einmal zusammenbauen.